Ich darf Herrn Büstron vorstellen. Sie sind in der Tschechoslowakei geboren, waren dann, Ihre Eltern haben politisches Asyl beantragt und erhalten. Sie haben Politologie studiert, Richtung Ökonomie, habe ich so, also Politologie, lassen wir mal, okay. Und waren dann aber lange Jahre in der FDP und haben dann irgendwann, sind sie gesprungen zur AfD. Und da wollen wir dann nochmal drauf kommen, was der Auslöser eigentlich war. Aber zunächst mal eine Frage. Sie waren jetzt in Berlin, erste Fraktionssitzung. Was hat die Partei vor? Was sind die ersten Schritte? Oder was plant man? Naja, was plant man? Genau das, was wir schon die ganze Zeit versprochen haben, dass wir eine knallharte Opposition machen werden. Und inhaltlich haben wir das auch schon bei der ersten Sitzung gemacht. Wir haben auch drei Resolutionen verabschiedet. Und da geht es natürlich in die Richtung, und wir haben jetzt auch schon wir bereiten vor allem den Untersuchungsausschuss Merkel vor. Ja. Zum Thema Flüchtlingskrise oder zum Thema Euro? Zum Thema Flüchtlingskrise hatten wir schon diese eine Resolution und Untersuchungsausschuss Merkel, was ich eigentlich gegen alle, die Rechtsbrüche richten, die in der Zeit begangen wurden. Und das muss man erstmal untersuchen, vielleicht mit mehreren kleinen Anfragen und dann mal den großen Antrag stellen. Und Sie meinen, Sie müssen ja Mitstreiter finden über die AfD hinaus. Gäbe es da Beziehungen, was weiß ich, zur Linken oder zu wem? Ja, mit dem Herrn von den Linken, der hier vorhin im Film gesprochen hat, da habe ich schon eine Podiumsdiskussion bestritten. Also das ist so die einzige Berührung gewesen. Das wird schwierig, weil die Linken schon mal gesagt haben, ja, Untersuchungsausschuss Merkel können Sie sich vorstellen, aber wenn der von der AfD kommt, dann werden Sie dem sicher nicht zustimmen. Die Lindner-Partei hat auch eine Zeit lang gesagt, sie könnte das machen, aber auch nicht mit der AfD. Und wenn sie in die Regierung kommt, dann werden sie sicher nicht dann mit uns stimmen. Ja. Also erstmal müssen wir abwarten, ob überhaupt Jamaika kommt. Ich kann mir noch gut vorstellen, dass sie nicht zustande kommt und dass die SPD dann plötzlich ihre Verantwortung für dieses Land wieder entdeckt und sagt, ja, sie muss den Wählerauftrag erfüllen, der ihr gegeben wurde, und dass wir dann doch nochmal eine große Koalition haben. Und dann könnte es vielleicht auch mal klappen. Wenn eine große Koalition käme. Ja. Jetzt haben wir ja auch vorher schon immer mit links und rechts rumgemacht. Es gibt ja Tendenzen auch in der Linkspartei. Gerade stand ja Frau Wagenknecht und Oskar Lafontaine schwer in der Kritik in der Linkspartei, dass sie nämlich sozusagen rechte Themen besetzt, also auf die Flüchtlingskrise eingeht, Abschiebungen befürwortet und davor warnt, dass die Aufnahme von zu vielen Flüchtlingen sozusagen die ärmeren Schichten trifft und die sozusagen das Geld abzieht. Sehen Sie da nicht dann auch Annäherungen zwischen AfD und den Linken? Na, Gott sei Dank haben das die Linken auch formuliert, weil sie damit eben aufgedeckt haben, dass es überhaupt nichts Rechtsextremes ist, wie das hier oft verkauft wird. Ja. Das sind Positionen, die heimische Bevölkerung schützen, auch die Arbeiterschaft schützen, der sich die Linken verpflichtet fühlen. Ja. Also insofern ist das eher gesunder Menschenverstand, das hat mit links oder rechts nichts zu tun. Dann müsste ich aber erst nochmal zurückkommen auf Ihre eigene Geschichte. Also Sie haben es mal kurz angedeutet, also Sie sind als Flüchtling sozusagen nach Deutschland gekommen und wurden hier aufgenommen. Wie kann eigentlich jemand, der sozusagen als Flüchtling in ein Land, fremdes Land kommt, dann in eine Partei gehen, die sozusagen sagt, nee, stopp, hier ist Schluss, wir wollen euch nicht. Ja, das ist ganz einfach. Und die Frage bekomme ich ja ständig, ja, weil in der Frage schon eine Unterstellung drin ist, also die impliziert, die AfD würde sich gegen Ausländer richten, ja, oder wäre gar ausländerfeindlich. Und jetzt gibt es ganz große Überraschungen, jetzt waren nur Journalisten bei uns, auch in der Fraktion, haben gesagt, oh, das ist ja seltsam, da gibt es so viele AfD-Abgeordnete mit Migrationshintergrund, mehr als in der CDU und SPD, ja, fast so viel wie bei den Grünen. Und die Leute sind nur deswegen erstaunt, weil sie halt der Propaganda glauben, dass wir ausländerfeindlich sind.
liebe Freunde, ich bin Vorsitzender der AfD in Bayern. Ich bin in einer geheimen Wahl gewählt worden. Also wenn die Partei wirklich ausländerfeindlich wäre, so wie die NPD zum Beispiel, dann wäre das völlig unmöglich. Ja, das muss man sehen. Und das täte allen gut, den Gedanken auch mal zuzulassen, dass es so ist, ja, das zu akzeptieren. Und dann würde man auch viele Sachen besser nachvollziehen können. Schauen Sie, auf jedem Flyer von uns zu der Asylthematik steht ganz groß vorne drauf, ja zum Asyl. Also wir sind doch nicht schizophren. Also wenn wir ausländerfeindlich wären und das niemandem Asylrecht zusprechen würden, würden wir nicht millionenfach Flyer verteilen, auf denen draufsteht, ja zum Asyl. Da steht aber gleichzeitig auch nein zum Missbrauch. Aber was ist das Thema Asyl und Islam? Also es ist ja auch doch ein wenig sozusagen ähnlich wie die Pegida und so, gibt es ja doch starke islamfeindliche Tendenzen. Asyl und Islam. Lassen Sie uns das doch nochmal nicht vermischen und erstmal auseinanderhalten. Ne? Wir kommen auch zum Islam, gerne. Aber nochmal zu dem Thema Flüchtlinge, Migranten, also ich unterscheide das auch gerne zwischen Flüchtlingen und Migranten, weil das ist ja auch eine Sache, die ständig vermischt wird, ja. Wo ständig gesagt wird, ja, die ganzen Menschen, die zu uns kommen, das sind arme Flüchtlinge. Und wenn man das hervorstellen will, dann macht man das, was Frau Horacek gesagt hat, dann geht man in die Kirche und zeigt die kleinen Kinder mit den Kulleraugen und macht tolle Fotos und sagt, ja, denen muss man helfen, das sind die Armen. Oder man inszeniert sogar eine Leiche am Strand und die fotografiert man von einer Presseagentur und verbreitet das auch millionenfach durch ganz Europa und sagt, ja, das ist der arme, ertrunkene Junge und das sind die Flüchtlinge, die wir retten müssen. Die Realität sieht dann ganz anders aus. Aber da muss ich mal kurz einhaken. Die Realität, inwiefern war das inszeniert? Woher wissen Sie das, dass es inszeniert war? Das ist ja nachgewiesen worden, dass die Leiche dann drapiert wurde. Also der ist tatsächlich ertrunken, selbstverständlich. Der Junge ist tatsächlich ertrunken, aber man hat nur die Leiche dann drapiert, damit das besser aussieht auf dem Foto. Ja. Das ist eine Inszenierung. Also wenn Sie ein DPA-Fotograf sind oder wenn Sie bei einer Presseagentur arbeiten, das ist die oberste Regel, dass Sie die Bilder nicht manipulieren. Dass Sie die nicht im Photoshop manipulieren, aber auch nicht da etwas herstellen, weil Sie die Realität abbilden sollen. Und in dem Moment, wo Sie da eingreifen, manipulieren Sie schon. Ja. Aber das nur am Rande. Ja. Und wir unterscheiden zwischen den Flüchtlingen und da sagen wir natürlich, diesen Menschen muss man helfen, aber bitte, das sind lediglich 2% von der ganzen Masse der Menschen, die zu uns kommen, der Rest sind Wirtschaftsmigranten. Ja. Die Leute, die aus Syrien gekommen sind, würde ich jetzt, oder aus dem Irak, sind doch nicht unbedingt Wirtschaftsflüchtlinge. Würden Sie sagen, das sind nur 2% von denen sind ja, im Sinne unseres Asylrechts, ja, also anerkannt als politische Flüchtlinge werden 2%. Natürlich, wenn jemand aus einem Land wie Syrien kommt, wo Bürgerkrieg ist, der kann auch einen temporären Schutz bekommen, weil dort Bürgerkrieg ist, für die Dauer des Bürgerkrieges. Würden Sie auch zugestehen? Ja, selbstverständlich. Da gäbe es auch keine Obergrenze dann für Sie. Nein, selbstverständlich. Selbstverständlich, das ist auch eine offizielle Politik der AfD. Also danke, dass Sie das nochmal fragen, weil uns wird was anderes unterstellt. Nur nochmal, gerade Syrien ist ein gutes Beispiel und das ist da in dem Film auch schon kurz angeschnitten worden. Schauen Sie, der Bürgerkrieg in weiten Teilen Syriens ist vorbei. Es waren lokale Konflikte, es wurde nie im ganzen Land gekämpft, sondern lokal. Und immer größere Teile des Landes sind mittlerweile befriedet. Ja, ich muss das hier auch sagen, zerstört. Dank der Russen. Befriedet und zerstört. Und zerstört, genau. Und dadurch sind mittlerweile 400.000 Syrer in der Binnenmigration zurückgekehrt an die Orte, wo vorher gekämpft wurde und jetzt nicht mehr gekämpft wird. Sind 300.000 Syrer aus der Türkei zurückgekehrt nach Syrien in ihre Heimat. 200.000 alleine nach Aleppo. Wo erfahre ich das? Bei der BBC habe ich es gelesen können. In den deutschen Massenmedien wird das gar nicht thematisiert. Niemand kommt in der öffentlichen Diskussion auf das Thema zu sagen, okay, wir haben den Menschen hier tatsächlich zwei Jahre Schutz gegeben. Ich habe es geschrieben, allerdings mit einem gewissen anderen Thema. Ich habe gesagt Massenmedien. Sie haben achtbare 120.000 Leser pro Tag, das ist sehr gut, aber das ist kein Massenmedium in dem Sinne. Wenn das in der Tagesschau läuft am Samstagabend, dann schauen da 12 Millionen Menschen zu. Ja?
Das ist der Punkt. Ja, aber es war natürlich auch so, dass die Flüchtlinge nicht alle einfach wieder zurück in ihre Heimat gekommen sind, weil die existiert ja oft gar nicht mehr, weil sie zerstört ist, sondern die Leute haben versucht, nochmal zu gucken, wie schauen ihre Häuser aus, gibt es da noch was, können wir da überhaupt zurückgehen? Also wenn man das einfach so sagt, 300.000 Leute seien da zurückgegangen, dann ist es eine gewisse ähnliche Manipulation wie vielleicht dieses Foto, von dem Sie geredet haben, weil die Motive doch ein bisschen anders waren. Aber Nein. Ich sage es aus eigener Erfahrung. Niemand verlässt gerne seine Heimat. Ich habe es auch nicht gerne gemacht. Das ist eine ganz, ganz schwerwiegende Entscheidung. Das machen Sie nicht einfach so. Ja? Und wenn Sie das tun, dann haben Sie eine schwerwiegende Entscheidung getroffen. Und wenn Sie dann aber zurückkehren, so wie die Leute, dann sagen Sie, ja, jetzt ist der Grund für das Verlassen meiner Heimat vorbei. Jetzt gehe ich zurück. Und natürlich werden die auch ihre Heimat wieder aufbauen. Warum denn nicht? Also schauen Sie, wir sind hier in München. München war nach dem Krieg auch total zerstört. Und die Münchnerinnen und Münchner haben die Stadt auch wieder aufgebaut. Ja? Und das werden die Menschen aus Aleppo garantiert auch tun. Das wird nicht in der Ruine bleiben. Ja? Und das ist unsere Verantwortung jetzt, denen bei dem Wiederaufbau zu helfen. Mit Geld, mit Hilfe, mit Infrastrukturhilfe, was auch immer. Kleinen Blickwechsel nochmal zurück zu Ihrer eigenen Geschichte. Sie haben also in München studiert, hier an der LMU. An der LMU studiert und sind dann in die FDP gegangen. Warum? Ja, die Frage hat eigentlich zwei Teile. Warum überhaupt in eine Partei und warum in die FDP? Stimmt, die Partei überhaupt, auch sehr gut. Ja. Ich bin ein sehr politischer Mensch. Schauen Sie, Sie haben gesagt, dass meine Eltern Asyl beantragt haben. Es ist ja so, wir sind geflüchtet, weil ich als 15-Jähriger verfolgt wurde. Also ich habe schon mit 13 einen Pfadfinderverein gegründet. Das mag so ein bisschen banal klingen hier in Deutschland des Jahres 2017, aber in den 80er Jahren in der kommunistischen Tschechoslowakei war das ganz klar gegen das kommunistische Regime gerichtet. Ja, da gab es nur die offizielle Pionierorganisation, jeder musste drin sein. Es war verboten, also wirklich verboten. Young Scouts und Pfadfinder waren verboten als reaktionär, kapitalistisch und. Und wir haben gesagt, nee, wir machen das als Auflehnung gegen das Regime im Rahmen dessen, was so 13-jährige Jungs halt machen können. Und da gab es schon den ersten Ärger, eine Androhung vom Rausschmiss aus der Schule und. Und dann bin ich 2 Jahre später erwischt worden, aber dann wirklich von der Polizei beim Vertrieb von Kassetten mit verbotenen Liedern. Und dann bin ich auch zusammengeschlagen worden, verhaftet. Und da war klar, ich habe in dem Land keine Zukunft, weil man mir auch aus der Schule rausgeschmissen hat. Und deswegen sind wir geflüchtet. Und ich habe auch Asyl bekommen, also ich persönlich, nicht meine Eltern. Also das dazu. Und wenn Sie das wissen, mit dem, also ich bin wirklich politischer Mensch, ja, schon seit 13, da war klar, dass ich mich auch politisch engagieren werde. Ich habe auch Politik studiert und dieses politische Engagement war für mich klar, ich kann doch nicht zu einer linken Partei gehen. Also Ausschlusskriterien, Linke, SPD und Grüne waren schon mal raus. Und was bleibt dann noch hier diese... Warum können Sie nicht zu den Linken, weil Sie aus dem kommunistischen Land kommen? Ja, selbstverständlich. Also ich gehe doch nicht zu den Kommunisten, vor denen ich vor ein paar Jahren geflohen bin. Also lassen Sie uns doch die Sachen beim Namen nennen. Also wir haben hier Kommunisten und Sozialisten und Grünsozialisten in Deutschland. So, nur dass Sie ein bisschen anders nennen. Und dann gab es halt nur diese bayerische Bauernpartei, die sich CSU nennt, und freiheitliche Liberale. Deswegen bin ich zu den Liberalen gegangen. Wegen dem Wirtschaftsliberalismus oder wegen dem politischen Liberalismus? Na, beides, selbstverständlich. Mhm. Also Freiheit, die Freiheitlichkeit, das war mir wichtig. Also das war der Theorie nach genau die richtige Partei für mich. Und 2013, was ist da passiert? Ja, 2013 gab es dann die AfD, aber die innere Kündigung habe ich schon vorher vollzogen, weil das war mit dem Schäffler-Entscheid, das war schon, ich glaube, 2008 oder so, bei der Zustimmung zu der sogenannten Griechenland-Rettung, ja, die FDP damals gespalten hat,
weil die Mitglieder, weil die Partei offiziell dagegen war, dass man die Griechenlandhilfe macht. Das war ja auch Programmbestandteil. Hat man gesagt, wir machen das nicht. Dann waren sie plötzlich in der Regierung und wollten dafür stimmen. Und weil die Basis dagegen war, dann hat die FDP plötzlich das dritte Mal, also nur zum dritten Mal in ihrer ganzen Geschichte, eine Mitgliederbefragung gemacht. Und die damalige Parteispitze hat sich gesagt, ja, das wird schon irgendwie, und wir gehen so drei Veranstaltungen und sprechen da den Leuten so ein bisschen ins Gewissen und dann wird es irgendwie gehen. Dann haben die gemerkt, was für ein eisiger Gegenwind denn entgegenweht. Dann haben die aufgestockt, sind zu 200 Veranstaltungen gegangen, haben massiv auf die Basis eingewirkt. Also bei uns hier in München-Nord, wo bei 30 Teilnehmer, da, oder 25 Teilnehmer, da waren drei Großkopferte, da war Minister Heubisch und, haben alle, aber wirklich alle Register aufgefahren, bis hin zu, das ist völlig absurd, da fiel sogar das Wort Auschwitz in dem Kontext, also wenn wir da jetzt nicht zustimmen, dann wird es wieder wie im Auschwitz, das ist eine totale Katastrophe. Und dadurch kam dann so ein ganz knappes Ergebnis, so 48, 51 oder 48, 52 so dafür. Und da haben aber viele Leute gesagt, so jetzt bin ich da quasi innerlich vergewaltigt worden, das ist nicht das, was wir wollten, und haben innerlich gekündigt. Und deswegen sind auch sehr, sehr viele, überproportional viele FDP-Mitglieder 2013 nachher in die AfD eingetreten. Ja, nun hat sich die AfD ja auch verändert, sie ist ja weiter nach rechts gerutscht und die sozusagen die liberale Flügel ist ja rausgefallen, da sind Sie d'accord damit. Danke für das Stichwort. Ich muss schon lachen, weil Rechtsrutsch, das verfolgt mich seit 2013. Sie haben doch vorher auch in dem Film gesagt, rechts ist Freiheit. Rechts ist gut, ja, rechts ist so, gut, aber lassen Sie uns das mal, das ist was anderes, aber ich lache über diesen Rechtsruck, weil egal, was in der AfD passiert, für die Süddeutsche Zeitung ist das immer ein Rechtsruck. Und Süddeutsche Zeitung steht hier nur stellvertretend für einen großen Teil der Massenmedien. Also Bistron gewählt zum Vorsitzenden, Rechtsruck in der AfD. Bistron ein Jahr lang Vorsitzender der AfD, weiterer Rechtsruck. Bistron wird abgewatscht von der Basis, oh, weiterer Rechtsruck. Ja? Und wahrscheinlich, wenn die mich jetzt abwählen sollten, ist das dann auch ein weiterer Rechtsruck. Und ich sage immer wieder, also wir sind schon so oft nach rechts gerückt, dass wir um die Erdkugel schon von links wieder zurückkommen. Ja? Aber das, was Sie sagen mit dem Rechts ist gut, das ist natürlich ein Blick eines Tschechen. Ja, wir in Deutschland haben hier eine komplett andere Definition für den Begriff Rechts. Und ich muss sagen, im europäischen Kontext ist Deutschland in dieser Hinsicht eine totale Anomalie. Ja. Deswegen habe ich auch gesagt, Rechts ist gut und das ist auch in Frankreich oder in Polen, ist egal wo, steht das für was Gutes, für was Bürgerliches. Und hier wird das Gleichgesetz immer mit rechts ist gleich, rechtsextrem, rechtsradikal, unsere Geschichte vor 45 und so weiter und so fort. Das heißt, man kann gar nicht sagen, ich bin rechts, ja, weil das ganz anders konnotiert wird. Naja gut, Gauland wollte ja nun auch wieder, in der AfD gibt es ja nun schon einige Leute, die dann auch sozusagen die Zeit zwischen 33 und 45 anders sehen wollen. Würden Sie das nicht sagen, da gibt es auch wieder einen Anschluss dann eben, genau an die Nazi-Zeit und dann tatsächlich einen Rechtsruck. Ach, um Gottes Willen. Also nochmal, alles, was vor 45 passiert ist, ist Vergangenheit. Und wir haben ganz andere Probleme heute. Also wirklich, wir leben doch im 21. Jahrhundert. Und ich glaube auch nicht, dass es dem Land gut tut, diese ewige Selbstbeschäftigung mit der Geschichte. Also wir haben wirklich ganz, ganz große Probleme der Gegenwart. Und mit denen sollten wir uns beschäftigen, und die auch offen angehen, ja? Und nicht vor ihnen die Augen verschließen. Ich fand das nämlich sehr interessant, Frau Horacek, was Sie gesagt haben über die Wahlen in Österreich. Wir hatten das nämlich, Sie haben gesagt, man hat der FPÖ geholfen, weil man die Themen der FPÖ übernommen hat. Ja? Und in Deutschland war man so schlau, dass man versucht hat, das eben nicht zu tun. CSU nicht, aber SPD und CDU haben das über Wochen versucht, andere Themen zu setzen, sich einfach um die dringendsten Probleme dieses Landes zu drücken und dann mit irgendwelchen Pseudothemen zu kommen. Und das war eine total seltsame Situation in der Gesellschaft, weil wir gesagt haben, puh, ist ja sehr komisch, eigentlich theoretisch müsste Wahlkampf sein, aber irgendwie kommt er nicht in Schwung. Selbst die Medien haben gesagt, das ist gar kein Wahlkampf. Ja? Bis zum
dem sogenannten großen Duell, was dann eigentlich ein Duett war. Und da war es so 1,5 Stunden gähnende Langeweile und das hat die Leute dann irgendwann dann so angekickt, dass sie gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ja? Da wird einfach nur um den heißen Brei geredet und die sind sich beide einig und ab da kamen dann die Themen durch. Und das ist doch der Punkt. Man kann um die Themen nicht herum, das sind ja keine FPÖ-Themen oder sowas, sondern das sind die dringendsten Probleme Europas, wo sie sagen, ich habe mir das so aufgeschrieben, Migration, die Migration, die Asylkrise, das ist das, wenn Sie das empirisch erheben, das ist das, was die Menschen am meisten berührt. Das interessiert die. Und gleich danach kommt innere Sicherheit, kommt die soziale Frage, ja, also soziale Ungerechtigkeit und das ist alles damit verbunden. Und vielleicht können wir das gerne, wollte ich bloß mal auf ein drängendes Problem kommen. Sie sagen, das drängendste Problem ist die Migrationskrise oder die Migration. Man könnte auch sagen, eines der drängendsten Probleme ist das, wie es in unserer Gesellschaft überhaupt technisch weitergeht. Wir stehen von der Revolution, beispielsweise über die künstliche Intelligenz, über die Robotik, nämlich dass dann massenhaft sozusagen auch andere Strukturen in unser Land eindringen, uns arbeitslos machen, auch uns Akademiker arbeitslos machen. Wie schaffen wir die, wie organisieren wir die Gesellschaft dann, wie versuchen wir die sozialen Untiefen dann zu verändern? Da hört man eigentlich von der AfD absolut null. Und das ist ja nun wirklich ein tiefes Problem, das uns auch wirtschaftlich sozusagen enorm interessieren müsste. Aber da ist die AfD, die ist eigentlich eher Familie, Migration, das sind die kurzfristigen Themen, aber so, wo es ein bisschen in die Länge geht und wie man sozusagen die Wirtschaftsstrukturen verändern kann, wenn man technisch auf der Höhe bleibt, dann geht es nur darum, dass man die Energiewende wieder zurückmacht, die ja auch eigentlich eine technische Innovationsgeschichte ist. Also da würde ich mal sagen, da ist doch eine große Lücke und eine sehr einseitige Politik nur. Mag ja populistisch oder von den Menschen her. Nein, das ist nicht populistisch, aber was wollen Sie denn? Schauen Sie, weil wir sind eine ganz, ganz junge Partei, wir existieren erst seit 4 Jahren. Ja, und haben jetzt schon ein Programm mit 100 Seiten und wir haben uns sehr vielen Politikfeldern zugewandt. Also bitte, die CDU hatte erst nach 30 Jahren ihr erstes Programm zusammengeschrieben, also geben Sie uns doch mal ein bisschen Fairness halber die Hälfte der Zeit, die man der CDU zugestanden hat. Also wir werden uns auch diesen Themen natürlich wenden, aber das kann ich doch auch ganz ehrlich sagen, wir sind in ein Vakuum. Wir sind entstanden, weil es im politischen Spektrum ein Vakuum gab, weil die CDU nach links gerückt ist, weil die FDP damals völlig pulverisiert war, weil große Teile des Bürgertums keine politische Vertretung hatten. Deswegen sind wir entstanden und natürlich deckt man erstmal die Primärnachfrage ab, also das die dringendsten Probleme. Und erst im nächsten Schritt können wir dann uns der Digitalisierung zuwenden oder auch den Themen, wie bestehen wir in diesem globalisierten Markt, ja, wie werden wir das hier ordnen in Deutschland oder in Europa und so weiter und so fort. Aber wenn Sie schon so kritisch mit der AfD umgehen, welche andere Partei hat da denn überhaupt wirklich gute Konzepte? Ich kenne keine. Eine letzte Frage, was vielleicht damit zu tun hat. Sie haben ja Sympathien geäußert zu den Identitären. Ja. Und zu deren Aktionen. Und werde auch deswegen verfolgt hier in Bayern. Ja. Verfolgt, sie werden beobachtet. Doch. Haben Sie schon mal eine Hausdurchsuchung gehabt? Tun Sie sich das an, bitte. War wegen Facebook, glaube ich, habe ich nur so am Rande. Nee? Komischerweise, offiziell war das wegen Facebook, aber dann sind die Protokolle der Hausdurchsuchung sind in den Akten aufgetaucht zu dem Prozess um die Verfassungsschutzbeobachtung. Also da geschehen wundersame Dinge. Nur also eben die Abschlussfrage, was finden Sie attraktiv an den Identitären und deren Aktionen? Das sind ja so ein bisschen angelehnt an die frühere linke subversive Aktion, könnte man genau, sagen. Genau, aber das ist genau auch das, was ich gesagt habe. Kommunistischen, Kommunisten? Ich habe das ja auch gesagt, dass die Identitären genau das machen. Das ist ja das Interessante, dass der Bürgerprotest, der früher links war, auch der Aktionismus, der immer ausschließlich links war, jetzt plötzlich von rechts kommt. Ja? Und ich habe auch gesagt, das, was die Identitären machen, das ist so ähnlich, was die Greenpeace früher gemacht hat für die Grünen. Ja? Die machen intelligente Aktionen, klettern da irgendwo mal auf Gebäude, hissen da Banner runter. Das ist alles völlig gewaltfrei, intelligent, gut inszeniert und angepasst auch an die heutige Medienwelt. Also gut gemacht.
Ich glaube, wir müssen noch lange, vielleicht auch nochmal darüber reden. Wir haben jetzt vieles nur andiskutiert. Wir müssen jetzt erstmal Schluss machen, hoffen dann noch ein bisschen weiter diskutieren zu können.